denke, das größte Problem ist unser Konsumverhalten und der systemimmanente Wachstumszwang. CO2 aus der Atmosphäre zu sammeln oder auch Anpassungsmaßnahmen durchzuführen, das basiert eher auf dem Prinzip aus den Augen, aus dem Sinn. Und es bekämpft nicht die Ursachen, sondern es bekämpft nur Symptome. Das kann sogar dazu führen, dass Menschen verschwenderischer umgehen, weil sie denken, eine Lösung für das Problem sei gefunden. Dabei ist es nur eine Verschiebung des Problems. Effizienzsteigerung zum Beispiel kann zu dem sogenannten Rebound-Effekt führen. Das heißt, Verbraucher sparen Geld ein, indem sie Strom einsparen. Und das verwenden sie wiederum für Flugreisen, was sehr schädlich für das Klima ist. Und auch die geplante Obsoleszenz in der Wirtschaft, also dass bewusst die Lebensdauer verringert wird, vor allem von Elektronik, die führt auch zu einer weiteren Ressourcenverschwendung. In der Landwirtschaft werden genauso viele Emissionen im Jahr ausgestoßen wie in dem weltweiten Transportsektor. Und dennoch werfen wir ein Drittel unserer Lebensmittel weg. Meiner Meinung nach sollte auch viel mehr in der Klimadebatte das derzeitige Wirtschaftssystem thematisiert werden und das damit einhergehende Konsumverhalten. Und ich denke, man sollte auch Aspekte einer Postwachstumsökonomie oder auch Circular Economy viel mehr mit einfließen lassen, da das nicht nur den Klimawandel versucht zu bekämpfen, sondern auch weitere soziale, ökologische und ökonomische globale Probleme.